Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Zorro und in diesem Video schauen wir uns zusammen die Daring Nudes Palette von Catrice an. Also, wenn du dich traust, bleib dran. Bis gleich. Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ja, es gibt eine neue Catrice Palette und die ist gar nicht so leicht zu finden tatsächlich. Ich habe sie online bei DM bestellt und ich habe sie heute aber auch in meinem DM gesehen, als ich die Bestellung abgeholt habe. Und zwar in einem ganz kleinen Aufsteller, der in meinem Fall sogar am Boden stand, also ganz unten im Regal. Ich glaube, viele Leute werden die übersehen. Dabei ist das eine hübsche Palette. Ich habe übrigens, habe ich sie das erste Mal bei Ninas Kosmetik auf dem Kanal gesehen, und zwar in einer LE-Vorschau. Und da wusste ich schon, okay, die spricht mich jetzt doch an. Die muss ich ausprobieren, wenn ich sie finde. Und genau, das habe ich. Und sie hat es auch schon in ihrem Video erwähnt und es ist schwer zu übersehen. Die ist wieder an eine Huda Beauty Palette angelehnt, und zwar die Naughty Nudes. So sieht sie aus. Und ja, du siehst, das ist eine sehr hübsche, nudige, rosige, also ich finde, es ist so ein, ja, ne, geht in so einen Rosenfarben, blushige Farben, kann man auch sagen. Ja, Nude Palette, ja, sehr ähnlich der Naughty Nudes, nicht exakt gleich. Ich blende die hier mal ein, ich blende sie die mal so daneben. Schau mal. Da. die sind nicht exakt gleich, aber diese Swirly Farben sind schon sehr ähnlich und ja, auch also viele von den anderen Tönen sind sehr, sehr ähnlich. Was die allerdings nicht hat, ist diese Gelfarbe mit diesen Kugeln drin. Und es ist auf jeden Fall eine super hübsche Palette. Ich freue mich schon darauf, jetzt einen Look damit zu schminken. Genau, mal in so einem Schuber drin. Die hat das gleiche Format wie zum Beispiel die Neo Nude. Die sind übrigens auch sehr ähnlich. Muss ich euch mal zeigen. Moment. Ich muss ja die Nude-Farben und die Swirly-Farben wegdenken. So. Genau. Diese Neonfarben meine ich. Die solltest du dir wegdenken, die drei. Und hier die drei Swirly-Farben. Und dann ist es auch irgendwie ähnlich, ne? Ja, genau. Die hat auch das gleiche Format. Wie auch die Bold Gold, wie auch die Orchid Dusk, wie auch die Nude Peony. Das sind alles genau diese. Das ist allerdings eine Eyeshadow-Palette, keine Pressed Pigment-Palette. Also von denen sind einige Pressed Pigment, zum Beispiel die Bold Gold, zu der ich auch mal ein Video gemacht habe. Findest du hier oder im Link, in einem Link unter dem Video. Genau. Das hier Eyeshadow, nicht Pressed Pigment. Ja, dann lassen Sie doch mal swatchen. So, das ist die gesamte Palette geswatcht. Ja, manche Farben schwächeln ein bisschen, manche sind sehr stark pigmentiert. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Was mir aber an der Palette gefällt, ist, dass hier dunklere Farben drin sind, mit denen man den Look eben auch ein bisschen dramatischer machen kann. Und richtig geil ist auch dieser Ton hier. Das wirst du in dem Licht nicht sehen, wahrscheinlich, aber das ist ein richtiger Duochrome. Der geht von rosa in Gold und richtig, richtig schön. Der hier ist auch richtig toll. Siehst du, wie foliert der ist, wie glänzend, wie spiegelglänzend. Also da finde ich, sind ein paar echt tolle Töne dabei. Und für so eine Alltagspalette, also hier sind ein paar kühlere Töne drin, wärmere Töne drin. Ich finde die richtig schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einfach nur so vom noch nicht ausprobiert haben, nur so sehen, rein optisch so. Ich freue mich richtig drauf, die jetzt auszuprobieren. Ich habe richtig Bock. genau, ich fange einfach mal an. Ich schaue mal, ob ich bei einem... Ich mache mal so ein Zwischending zwischen einem Alltagslook und einem Abendlook. Vielleicht so ein dramatischerer Alltagslook oder so. 10 Minuten später. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, stopp. Okay, das ist jetzt Versuch Nummer 2. Denn gerade eben hat mir der Look überhaupt nicht gefallen. Es war nicht schön. Nicht schön. Was ich euch jetzt schon, bevor ich euch irgendeinen Look gezeigt habe, sagen kann, ist, dass man mit der nicht zu viel schichten sollte. Also wenn hier zu viel Matte zum Beispiel aufeinander sind, dann wird dir die Schimmerfarbe nicht mehr auf dem Lid bleiben.
Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal ohne Primer, weil ich dir den Primer sowieso mit Matt drüber gehe. Schauen wir mal. Nochmal 10 Minuten später. So, das ist jetzt Versuch Nummer 3. Ich habe mich jetzt schon zweimal wieder abgeschminkt, weil ich beide Looks scheiße fand. Und ich bin nicht amused von dieser Palette, auch wenn ich gerade eben vielleicht noch total happy klang. Jetzt nicht mehr. Ich probiere es jetzt ein letztes Mal und ich habe mir jetzt ein bisschen Concealer aufs Augenlid, um dieser Farbe irgendeine Chance zu geben, sich festzuhalten. Aber meine Hoffnung ist gering. Okay, also ich fange mit diesem Transition-Ton an. Wie jetzt zum dritten Mal. Und ja, gib mir den aufs Lid. Und er performt ungefähr genauso wie die beiden anderen Male gerade. Also der ist sehr zart. Das ist noch nicht schlimm. Das ist noch nicht schlimm, wenn der nur zart ist. Das ist so eine Palette, bei der möchte ich einfach nur mie, 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 mie machen und gut aussehen. Ne? Das ist eine Nude-Palette, das ist eine Alltagspalette quasi. Wenn mir die so viel abverlangt, dann nervt mich das. Ich nehme jetzt einen kleineren, nein, pass auf, ich nehme den hier, meinen guten alten Fluffy-Blendepinsel. Ich nehme den hier und gehe in diese Farbe. Also wirklich, das sind zwei wirklich banale, simple Standardfarben. Okay? Und ja, das funktioniert auf jeden Fall mit dem Primer sehr viel besser. Mache ich hiermit noch ein bisschen dunkler. Soweit sind wir. Das ist jetzt an sich was ich von jeder Popelpalette erwarte, dass sie das kann. Dann gehe ich mit einem kleineren Pinsel in diese Farbe, diese hier. So, ein dunkles Aubergine. Und das tupfe ich mir hier auf und auch so in dieses V. Wenn es jetzt wieder doof wird, dann lasse ich es. Also dann ist es einfach so. Also ich werde jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Jetzt habe ich langsam keine Lust mehr. Ich hatte so Bock auf dieses Video und auf diese Palette und ich finde die nur so semi. Ich meine, schau mal, das ist dieses Dunkle, das viel dunkler sein sollte als das. Und das ist so, ja. Was ich jetzt aber schon gelernt habe, ist, dass Ansprühen hilft. Und deshalb sprühe ich hier meinen Eyeliner-Pinsel gerade zum fünften Mal an und gehe jetzt in dieses dunkle Lila. Du siehst, die Farbe saugt das auf. Und damit ziehe ich mir einen kleinen Wing. So, und dann nehme ich einen kleinen Pinsel und versmatsche das so ein bisschen. So. Wir probieren es jetzt mal mit einem Pinsel. Und ich gehe jetzt mal in dieses Schimmerbraun und versuche mir das mit einem Pinsel hier hinten hinzusetzen. Okay, mit einem Pinsel bröselt es zwar wie Hölle. Ich hoffe, du siehst es. Also der Fallout ist schon ziemlich krass. Aber es funktioniert jetzt. Lass mich nochmal mit dem Finger ein bisschen nachhelfen. Das sind, glaube ich, die ersten Schimmer, mit denen ich mit dem Finger echt so richtig Probleme habe. Oder auf jeden Fall habe ich das schon lange nicht mehr so gehabt. Ich gehe in diesen Schimmer, in diese Swirly-Farbe, die irgendwie total matt aussieht. Schau mal, die ist überhaupt nicht glänzend irgendwie. Sieht doch auf dem Lid, sieht die total matt aus. So eine matte Farbe.
Okay, ich muss es auf der anderen Seite auch machen, damit es gleich ist, aber. Nee. Diese Palette ist, hat sich von diesem Ah zu diesem für mich entwickelt. Okay. Ich gehe in diese Farbe hier, in das hier unten. Und gebe das hier drüber. Die ist nämlich wirklich schön foliert. Sehr folienmäßig. Und damit kann man so ein bisschen was retten. Und dann gehe ich noch in diese Farbe hier und setze mir die hier in die Mitte vom Lid, damit es da eben so ein bisschen macht. So. Ich kann das jetzt nicht mehr verblenden, denn wenn ich es verblende, dann wird der ganze Schimmer weg sein. Dann das blendet sich einfach weg. Man kann nur höchstens hier oben das noch so ein bisschen quasi verblenden. Aber das war's. Das ist jetzt der beste Versuch von den dreien auf jeden Fall. Ich mache jetzt unter meinen Augen fertig und mache den Look fertig und dann kriegst du mein Fazit. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit meinem fertigen Look. Ich komme mal kurz näher. Ja, das ist der Look. Ich finde, es ist sehr schön geworden, weil die Farben sehr schön sind. Aber die Qualität ist. Das ist so richtig. Sie sieht so gut aus, aber sie kann nichts. Ja, finde ich super, super schade, ganz ehrlich. Ich habe mich so auf dieses Video gefreut, auf diese Palette, auf diese Duochrome-Farbe hier. Ich hatte keinen Spaß beim Drehen. Das ist echt, also das passiert selten, dass mir irgendwie der Spaß vergeht an der Sache. Wie gesagt, es ist jetzt ein schöner Look geworden, aber das war so viel Arbeit, hier hinzukommen. Das ist es mir nicht wert, du. Nee, da, nee. Dann nehme ich eine von meinen 500 anderen Paletten, wo die gleichen Farben drin sind. Also ich würde dir sagen, kauf dir die nicht. Lass dich nicht von ihr verführen. Ich weiß, sie sieht hübsch aus, aber sie wird dich nicht glücklich machen. Such dir lieber ein solides. Nein, ernsthaft. Ich kann die beim besten Willen nicht empfehlen, egal wie hübsch sie ist. Ja, ich weiß, das sieht hübsch aus. Es war echt viel Arbeit. Nein, sorry. Nein, nein. Das ist so schade. Catrice macht teilweise so gute Lidschatten und dann wieder so grottige. Das ist einfach. Nee, sorry. Ah, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Ja, ich hoffe, das Video hat dir trotzdem irgendwie gefallen. Hat dir was gebracht. Vielleicht. Lässt du die Finger davon, falls du sie dir auch gekauft hast? Schreib mir doch mal, wie findest du sie? Kommst du damit zurecht? Hast du einen Tipp für mich? Primer hat schon was gebracht, beziehungsweise Concealer auf dem Lid, aber es war trotzdem zu viel Arbeit. Too much hassle. Sorry. Ja, dann genau. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat und es dir was gebracht hat. Lass mir ein Abo da, bist Abo da, falls du hier neu bist und dir das Video gefallen hat. Und ja, du weißt, wenn du schon länger da bist, sowieso. Ich warte auf die Kommentare von euch und ich freue mich da sehr drauf. Und ich freue mich auch, wenn du im nächsten Video wieder dabei bist, das hoffentlich wieder positiver wird. Ganz bestimmt. Okay, bis dann, meine Lieben. Ciao.